Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestResearch TV und in diesem Video geht es um Börsenfehler, die ich mache, die ihr macht, die jeder macht an der Börse. Auch nach vielen Jahren Erfahrung, man macht immer wieder Fehler. Das Wichtige ist, dass man daraus lernt. Ja? Also auch von mir gibt es viele alte Videos. Manchmal werdet ihr denken, wow, der hat ja schon clever in die Zukunft geschaut, und manchmal denkt man, ja, das ist ja kompletter Blödsinn. Ja, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Und wichtig ist auch, dass man A, aus seinen Fehlern lernt, aber auch B, bei neuen Informationen reagiert. Deswegen präsentiere ich jetzt die 10 Fehler, die ich öfter sehe. Gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber wo ihr zumindest versuchen solltet, die weniger zu machen. Und den ersten Fehler macht ihr wahrscheinlich gar nicht. Das wäre nämlich überhaupt nicht an der Börse zu sein. Das ist wahrscheinlich der größte Fehler, denn langfristig in Aktien anzulegen ist die beste Investitionsmöglichkeit, neben vielleicht einem eigenen Unternehmen oder selber unternehmerisch tätig zu sein, was aber nicht für jeden etwas ist. Das zweite wäre zu viel Market Timing. Das heißt, dass man irgendwie, die News sind gerade schlecht, dann verkauft man wieder und geht wirklich in sehr, sehr viel Cash. Ich weiß, ich mache das manchmal auch. Das liegt aber auch an diesem QFMA-Modell, aber ich mache das ja, sag ich mal, auch professionell. Ich manage ein Portfolio oder meine Portfolios nach diesem QFMA-Modell, und da geht es auch darum, um Risiken zu begrenzen, weil das ist auch, was Investoren möchten. Wenn ihr Privatanleger seid, dann solltet ihr das nicht so radikal machen. Kostet immer wieder Steuern, im Normalfall kostet es auch Rendite. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, also ein bisschen Cashquote, wenn es dann mal ruppiger wird, kann natürlich auch nicht schaden. Da werden wir auch dazu kommen. Ja, viele Fehler können sowohl dann in die eine oder andere Richtung sein, aber was ich halt auch oft dann sehe, dass Leute dann irgendwie 100% in Cash gehen oder komplett an der Seitenlinie sein, und sowas sollte man nie machen, ja, auch im größten Crash nicht. Man sollte ein gewisses System haben. Das ist so der dritte Fehler, dass sich Leute halt ohne System irgendwas kaufen. Das heißt, man sollte wissen, was für eine Art von Anleger bin ich. Bin ich eher ein Buy-and-Hold-Investor, bin ich ein Momentum-Trader, bin ich ein Value-Investor, bin ich ein Qualitätsinvestor, und mische ich alles das oder bringe ich das im Modell zusammen, auf was schaue ich? Darüber sollte man sich schon Gedanken machen, wo habe ich vielleicht auch einen Informationsvorteil, und das, denke ich, wichtig, dass man weiß, welche Art von Anleger man ist. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht, welcher Anlegertyp bist du? Das vierte, ja, was ich auch wieder sehe, dass man auf die falschen Leute hört. Das kann natürlich auch ich sein. Ja, deswegen solltet ihr euch wirklich überlegen, wem höre ich einfach zu. Denn es gibt viele Leute da draußen, die relativ wenig Ahnung haben oder, wie gesagt, die das vielleicht auch nur seit ein, zwei Jahren machen und halt ihre Meinung wiedergeben, was nicht schlecht sein kann. Aber man sollte sich halt schon überlegen, wem folge ich da, und auch egal, wer es ist, nie blind irgendwie vertrauen, ja. Hört euch verschiedene Meinungen dazu an, lernt was dazu und entscheidet dann selber. Ihr müsst auch die Verantwortung für eure Investmententscheidungen selber übernehmen. Ansonsten ist es besser, passiv zu investieren oder in ein aktives Produkt wie ein Wikifolio, wie ich es ja auch habe. Also nicht blind ohne eigenes Denken irgendwelchen Tipps folgen, gilt auch hier. Ich denke, ich liefere die ein oder andere Idee, die für den einen oder anderen spannend sein kann, aber immer selber auch seine Hausaufgaben machen. Ja? Und fünfte, da braucht man, glaube ich, auch viel Erfahrung, gelingt mir auch immer besser, dass man emotional halt nicht auf Kurse reagiert, dass einem das relativ egal ist, wie das ausschaut. Das denke ich auch ganz, ganz wichtig, ja? Weil sonst macht man oft dann den Fehler, dass man halt unten verkauft und oben kauft. Ja. Habe ich auch schon mal das Beispiel genannt, auch beim besten Investmentfonds in den USA über einen bestimmten Zeitraum haben die Anleger im Schnitt Geld verloren, weil er war wahrscheinlich sehr volatil, und dann haben die Leute halt immer, wenn er unten war, verkauft und oben war gekauft und im Schnitt kein Geld verdient. Sechstens auch ganz wichtig, dass man zumindest die Grundlagen des Investierens versteht. Ihr müsst da, das ist alles nicht so kompliziert, aber dass man zumindest weiß, was ist eine Marktkapitalisierung, was ist ein KGV, das sollte man schon wissen, dass sich dann auch viele Leute einfach blind irgendetwas kaufen, was bei großen Blue Chips auch so funktionieren kann. Wenn man dann aber in spekulativere Werte geht, kann das auch mal ein böses Ende nehmen. Deswegen ein bisschen sich damit beschäftigen, sonst ist man wahrscheinlich besser da aufgehoben, wenn man das andere machen lässt, ne? Weil die haben mehr Erfahrung, wenden mehr Zeit auf. Sonst ist auch nur reines Casino, was auch mal Spaß machen kann, gerade in solchen Märkten.
aber es geht halt einfach um viel Geld und da kann halt dann echt mal viel weg sein. Das siebte ist, was ich auch immer wieder auch bei den Depotchecks gesehen habe, dass man nicht, also ich nenne das so die Easy Wins, ja, diese großen Internetplattformen, die besten Unternehmen der Welt, dass man davon gar keine hat, sondern nur irgendwelche spekulativen Titel, die in irgendwelchen Online-Foren besprechen werden. Ich investiere auch gern aktiv abseits des Konsensus, aber man sollte zumindest, gerade wenn man Privatanleger ist und gar keine ETFs oder sowas hat, sollte man auch so ein paar große bekannte Namen haben. Langfristig ist man da halt einfach, bringt die Ruhe ins Portfolio und hat auch nicht so schlecht funktioniert. Und anstatt, dass man dann irgendwie dem nächsten Spekulation aufsitzt und sich dann beklagt, dass die Verluste hoch sind. Und gibt ja auch viele, die jetzt auch in den letzten Jahren mit Aktien Verluste gemacht haben. Und das sollte eigentlich nicht so sein, weil wir in einem sehr guten Markt waren. Vielleicht liegt es auch daran, man soll normalerweise Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen. Ist doch steuerlich besser, denn wenn ihr immer Gewinne realisiert, zahlt ihr darauf Steuern. Und wenn ihr Verluste laufen lässt, wenn man die realisiert, dann kann man seine Steuerlast senken. Und auch sonst ist es so, oft, man will dann immer seinen Einsteinskurs wieder haben und will sich den Fehler nicht eingestehen. Deswegen bin ich dann auch schnell jemand, der Verluste begrenzt und Gewinne eher laufen lässt. Natürlich macht man mal wieder mal Teilgewinne mit. Also das hängt auch immer von dem jeweiligen Strategie ab. Aber eher ist es so, dass starke Firmen stärker werden und schwache Firmen schwächer. Und wenn man falsch liegt, sollte man sich dann schon den Investment Case überprüfen. Manchmal kann auch sein, dass man dann nachkauft, aber manchmal kann man auch sein, okay, ich begrenze den Verlust und gestehe mir den Fehler ein. Ja, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Ich lege wahrscheinlich zu 50% richtig oder falsch. Weiß ich nicht, im aktuellen Markt wahrscheinlich mehr. Aber was ganz wichtig ist, wenn man richtig liegt, dass man dann wirklich Geld verdient und wenn man falsch liegt, dass man möglichst wenig verliert. Und das ist auch noch das, was ich versuche, in den Wikifolios und privat umzusetzen, was in der Vergangenheit auch ganz gut funktioniert hat. Was auch der neunte Fehler wäre, dass man, was ich auch bei vielen Value-Investoren sehe, da fängt man dann irgendwie an, liest irgendwie Warren Buffett und denkt, alles, was ein niedriges KGV hat, wäre ein guter Kauf. Man unterschätzt aber dann auch, dass meistens diese Firmen zu Recht ein niedriges KGV haben und man ignoriert so ein bisschen die strukturellen Herausforderungen. Ja, dann kaufen die Leute irgendwelche Shell-Aktien oder Daimler-Aktien, weil man das kennt, erscheint günstig, aber auf 10 Jahren hat man da halt außer vielleicht ein bisschen Dividende nichts verdient und ist im guten Markt. Und es ist halt die Frage, wird dieser Sektor besser auf die nächsten 10 Jahre? Glaube ich eher nicht. Das heißt, selbst wenn die Aktie irgendwie günstig ist, ist es vielleicht besser, eine Firma zu kaufen, die ein bisschen teurer ist, aber die halt einfach mit 10% noch wächst und nicht schrumpft. Ne? Aber auch sehe ich das Gegenteil, gerade im aktuellen Markt, oft so das Argument, die Firma ist super, ja, und die Leute schauen überhaupt nicht auf die Bewertung. Hat auch vielleicht langfristig mal funktioniert und natürlich ist es besser, auf Qualitätsaktien zu setzen. Und zuletzt war auch die Bewertung dort egal. Das kann aber auch mal anders sein. Und ist halt auch die Frage, ob diese Leute dann wirklich 10 Jahre das aussitzen können. Und es gibt dann viele andere Möglichkeiten. Und manchmal ist vielleicht die Firma dann doch keine Qualitätsfirma, weil das Wachstum gerade auf einer Technologie basiert. Und dann gibt es in 2-3 Jahren eine neue Technologie, die das wieder ersetzt. Und dann schrumpft es wieder. Ja? Das wäre der 10. Fehler, dass man bei... Ich bin ein Fan von Qualitätsaktien, aber man sollte da die Bewertung auch nicht komplett vergessen. Ich steuere das ein bisschen über die Positionsgröße, sonst wie gesagt sich auch nochmal die Videos zum QFMA-Modell anschauen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast was gelernt. Was sind noch deine Börsenfehler, die du auch oft schon machst oder die vielleicht noch dazukommen? Auch gerne kommentieren. Ansonsten bis zum nächsten Video.